Hallöchen und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Rimworld. So, in der letzten Folge haben wir einmal dieses, hier unten dieses Giftschiff zerstört. Das war eigentlich relativ einfach, weil die sind ja genau im Vorgarten gelandet. Das hat uns viele Probleme erspart. Haben ein Problem festgestellt, und zwar, dass sie die guten Überlebensrationen an die beschissenen Gefangenen geben, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Weißt du, man kann hier einstellen, dass die schlechte Medizin bekommen oder gar keine Medizin, aber bei Essen, da kannst du nichts bestimmen. Unverständlich, aber naja, gut. Ah ja. Ah, sehr schön. Ein Kolonist ist bewusstlos. Ich guck mal. Ich will mal wissen, ob ihn jemand rettet. Geht jemand hin und rettet ihn? Ja, Klobuchar anscheinend. Oh, die Seuche ist hart. Harter Tobak, muss man mal sagen. Er ist bei 90% Immunität. Das sieht gut aus. Er ist bei 81% und muss gleich behandelt werden. Das sieht auch nicht so gut aus. So, Element versorgt Hendrix, das ist gut. Das ist dringend notwendig. Denn die Seuche sorgt dafür, dass die Leute weiterhin raffen. Und das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. So, gleich mal gucken hier, ob die alle so auch behandelt werden, vernünftig. Er ist fast immun, das ist gut. Ah, muss er noch behandelt werden oder wird er immun noch? Ui. Er ist immun geworden. Tito ist echt gestorben. Warum das? Tja, das ist ja ärgerlich. Tito hat es dahin gerafft. Die Seuche hat ihn dahin gerafft. Eieieiei. Der Arme. Ach, naja, was soll's. Bei ihm wird's auch knapp, ne? Weil die Seuche bei 84 und die Immunität ist gerade bei 88. Das ist echt nicht gut. Ja gut, Tito ist jetzt jedenfalls Geschichte. Arbeitsrausch. Oh, Dwight. Dwight ist im Arbeitsrausch. Da ist wieder eine Heizung kaputt. Unsere Bauteile halten noch, aber auch nicht mehr so lange. Temperaturen sind 18 Grad. Das geht. Wolf kann wieder laufen. Schwere Krankheit bei ihm. Ja, gut. Das ist jetzt... ich meine, wenn er jetzt auf die Weise stirbt, dann können wir wenigstens nichts dafür. Ganz einfach. Weil da kannst du ihn kriegen, weil eh nicht mehr immun. 54, das kannst du vergessen hier. Keine medizinische Versorgung. Lass mich verrecken. Bei Hendrix wird es interessant, ob wir ihn kriegen. Wobei doch, das sieht gut aus. Na, Seuche. Was für eine Krankheit ist das denn? Uns geht der Strom wieder flöten. Ja, sobald Nacht ist und die Lichter ausgehen, ist es alles gut. Okay, haben wir einen an die Seuche verloren, aber der Hendrix wird immun. Ja, sehr schön. Der kann sogar schon direkt wieder laufen. Krasser Scheiß. Krasser Junge, ey. Krasser Junge. Nein, er ist gestorben. Oi, 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 oi. Das tut mir aber leid. Wo ist zusammengebrochen, weil Hai vom Rauch. Sehr schön. Ja, schön. Was brutzelt der? Eine Überlebensration. Ach, die kann man auch aus Milch machen. Cool. Überlebensration mit Milch. Cool.
Aber mit den Überlebensrationen kommen wir gar nicht hinterher, weil die fressen die Dinger weg wie sonst was, ey. Weißt du, die ganzen guten, einfachen Mahlzeiten, die ignorieren sie komplett. Wird komplett ignoriert, ey. Das verstehe ich nicht. Das, weißt du, das ärgert mich nicht nur, das nervt mich regelrecht. Dass die wegfressen. Naja, müssen wir die hier einschalten. Vielleicht kriegen wir es dann geregelt. So, Hendrix, der kriegt natürlich wieder eine Waffe, ist ja klar. Oh, wir haben Parker genäht, sehr schön. Okay. Das ist keiner von uns. Keiner von uns. Keiner von uns. Ey, was für ein Bär, ey. Guck mal hier, das ist ein guter Grizzly, ja? Nicht dieser böse Grizzly, der hier in mein Lager gerannt kommt. Wäre auch eine schöne Sache, wenn man sagen könnte, hier so eine Art Feld markieren und wenn da ein wildes Tier reinkommt, wird es abgeknallt. Automatisch. Es gibt so viele Komfortdinge, die vermisse ich halt einfach. Es wäre sehr praktisch, wenn es ein paar Dinge gäbe. Siehst du, so kommen die teilweise in unsere Gebiete rein, einfach gelaufen. Und fangen an, unsere Tiere anzugreifen oder unsere Leute. Und das ist schrecklich. So. Naja. Aber gut, damit kommen wir zurecht. Oh, der Grizzly hat ihm ordentlich behagt. Oh, ein Großhändler nähert sich. Oh, schön. Ich hoffe, du bist fit. Ja, sprechen ist alles kein Problem. Nein, kommt doch rein, Leute. Kommt rein. Es ist warm bei uns. Mehr oder weniger. So, da. Gleich mal ansprechen. Okay, gucken wir mal. Was haben wir da? Kriegen wir denn Schönes? Oder erstmal gucken, was wir verkaufen können. Das ist ja das Wichtigste. Verkaufen. Okay, verkaufen. Ja doch, ich krieg Geld. Sehr gut. Holzpokertisch. Verkaufen. Auch nicht. Auch weg. Ich fällt gerade auf, ich hätte gar keine Stühle bauen müssen. Nein, was soll's. Schäbiger Stallhelm. Weg damit. Stoffmütze. Weg damit. Stoffmütze. Gut. Schlecht. Schlecht, schäbig. Schäbige Sachen. So was wollen wir ja gar nicht haben. Syngarn, weg. Weg. Ist ja eh alles schon angegammelt. Wenn sie die Sachen anziehen würden, dann hätten sie schon längst angezogen, ne? Weg. Ah ja. So, Mann. So viele Dinge zum Anklicken. Immerhin wird das Lager dadurch mal wieder leer. Bier brauchen wir nicht. Stahl könnte man tatsächlich kaufen. Auch wenn es nicht viel ist. Wir haben Trombofell. Ui. Bringt sogar ein bisschen Geld. Erstmal gucken, was wir alles verkaufen können. Waschbärenfell haben wir auch zu wenig. Steinbockfell können wir auch verkaufen. Muffalo-Leder können wir behalten. Hirschleder. Das hier, so diese Finzelreste, die können wir schön verhökern. Stoff können wir hier so ein bisschen das verkaufen. Muffalo-Wolle haben wir 100. Und hier haben wir 400. Also haben wir 500. Faultierwolle, weg damit. Krass, Faultierwolle ist ja echt nichts wert. Krass. Bauteile, okay. Mal überlegen, aber so kaufen. Wir haben, ich meine, genug Geld kriegen wir jetzt von ihm. Genau, kriegen wir 40 Bauteile. Nice. Nee, das sind unsere Essensrationen. Haben die auch was zu essen? Ja, Fleisch.
Nehmen wir mit. Huskyfleisch, ja. Affenfleisch. Und wir kriegen immer noch Geld von denen. Nice. Wenn wir noch ein Trumbohorn. Können wir das nicht auch verhökern an die? Sieht aber nicht so aus. Das wollen die nicht haben. Schade. Schade, schade, Tomate. Dann kaufen wir noch Stahl und dann. Was? Dann kriegen die Geld von uns? Aha. Können sie aber vergessen. Hier. Na, siehst du. Kommen dann immer noch die Schokolade dazu. Kaufen wir noch Schokolade, so ein bisschen zu verwöhnen von unseren Leuten. Könnt ihr noch Kraftstoff kaufen? Wir haben ja hier genug zum Verkaufen, ne? Alpaka-Wolle. Kaufen wir hier noch das Neurotramin. Perfekt. Genau, so machen wir's. Nice. So viele schöne Sachen. Sieht gar nicht mehr so viel aus, wenn man es gekauft hat. So. Strom. Es hängt ja alles dran. Genau. Selbst der Generator läuft wieder und trotzdem reicht es nicht aus. Obwohl wir Nacht haben. Achso, es wird jetzt gerade erst dunkel, deswegen. Okay, Wolf ist aber noch verletzt. Ist immer noch angeschlagen von der Seuche, die klingt aber immerhin ab, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. So, den Tieren sind alle eingeteilt. Achso, ja. Der Frühling hat angefangen. Wir haben jetzt den 1. April, Mai. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ein Hirte der Fraktion, die Schwarze Grashüpfer, besucht die Kolonie. Sie heißt Grün. Grün abbahn. Was? Sie scheinen ein paar Gegenstände zum Handeln dabei zu haben. Okay. Sehr merkwürdig. Also, wir haben jetzt schon leckere Mahlzeiten, ja? Kommt, Leute. Sehr schön, wenn sie die Sachen hier endlich mal wegtragen. Eine Karawane nähert sich. Alter. Was ist denn hier gerade los? Da kommt noch eine Karawane. Interessant. Und hier brennt's. Interessant. Noch eine Karawane. Die Karawane zieht weiter. Und jetzt geht's ja los mit dem Stromproblem. Ah, Mann. Macht's aber überhaupt noch Sinn? Ja, doch. Das macht noch Sinn. Dafür haben wir es jetzt. Blub. Jetzt dürfen wir nochmal verschwenderisch sein. Okay, Lilith, du darfst dich wieder in die Action stürzen. Aufgrund einer Linie nicht richtig sprechen. Ja, bla bla bla. Okay, vielleicht kriegen wir nicht von denen. Wir kriegen Agavenfrüchte. Oder diese Agavenfrucht. Das ist cool. Ansonsten Bauteile. Ja, könnten wir machen. Können wir immer gebrauchen, Bauteile. Ansonsten, das braucht man nicht. Nee, das Trumbohorn wollen die auch nicht haben, schade. Hier ist Rattenfell, kann weg. Das kann weg, das Rattenfell. Hirschleder. Blub, kann auch weg. Ah, genau. Okay. Agavenfrüchte noch dazu. Und mehr brauchen wir eigentlich nicht. Wir könnten dieses Insektenfleisch, das werden wir eh niemals benutzen. Ich meine, wir würden schon Insektenfleisch essen. Und machen wir jetzt, sorgen wir dafür, dass hier 0 rauskommt. Kriegen wir nicht ganz hin, dann machen wir so. Plus minus 0. Okay, jetzt müssen wir hier nicht mal bei den ganzen Kram tragen. Dass wir hier den ganzen Scheiß mal in die Lager reinkriegen.
Gieße. Also Tiere, die machen das besser als die Leute. Schwierige Heizungsstörung. Ja, der kann mal anmachen. An sein hier. Sehr schön. Jetzt ist es auch alles mal zusammengetragen hier. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Okay, leider ist es immer noch kalt draußen. Das ist ärgerlich. Aber damit kann man leben. Okay, jetzt haben sie alles getragen. Hier wieder auf Standard zurück. Sehr gut. Ja, Wahnsinn. Hier ist eine Maispflanze. Dürfte aber nicht sterben, ne? Es ist warm da drin. Die ziehen weiter. Okay. Ja, aber haben wir immerhin schon mal ordentlich was bekommen. Alter Schwede. War viele Konstruktionen fehlgeschlagen, Lilith, ne? So ganz gut im Bauen bist du aber nicht. Mädchen. Oder Junge. Nee, Mädchen. Wo waren das hier? Doch da. Ja, 9 geht aber eigentlich. So komplett versagen dürftest du eigentlich nicht, ne? Wow, hat keine Waffe. Und du kannst sehr gut schießen. Dann warum hast du keine Waffe, Kumpel? Du kriegst doch sofort hier die Waffe wieder. Das schmelzt. Und die war hier. Da muss ja Strom rauf. Sonst können sie es nicht zerlegen, die Mechanoiden. Kamaru hat leider keinerlei Kleidung. Warum eigentlich nicht? Muss man hier mal alles wieder bauen. So, wie sieht es hier aus? Okay, Stromleitungen sind gesetzt. Jetzt muss nur noch die Anlage fertig gesetzt werden. Dazu müssen erstmal die scheiß Bäume weg. Bäume. Oh, da unten sind Hirsche. Ah, jetzt kommt ein menschenjagendes Rudel, ernsthaft. Ah, Elefanten? Okay, Elefanten? Wie geil. Das ist ja mal cool. Elefanten. So, mal eben bei, müssen wir hier mal die Heimatzone wieder anpassen. Hier auch. Hier muss auch weg. Elefanten, ey. Hä? Ich bin ein Trottel. Ich bin ein absoluter Trottel. Sehr gut. Eieiei. So, die Tiere gehen mal sicherheitshalber in die Safe-Zone. Ah, ich habe die Tiere in die Heimat geschickt. Was machen die jetzt? Kommen die rumgelaufen? Ja, die kommen echt rumgelaufen. Auf Gefechtsstation, Leute. Auf Gefechtsstation. Soll doch möglich sein, 4 Elefanten zu besiegen. Doch, da kommen sie rum. Da kommen sie, die Elefanten.
Alter, zum Glück ist es da oben eine stabile Wand, ey. Mauer. Was macht ihr? Okay, Element. Reparier mal das Ding da bitte. Auf. Es sich repariert, wird sogar noch reparieren und dann sowas. Alter Schäder. Alter, Sky hat es aber richtig erwischt, ey. Holla, die Waldfee. Okay, erledigt. Ja, so viel dazu. Können wir bei denen irgendwas amputieren? Einstecker und Rauchblattfarbe abweichen. So, werden sie behandelt? Bestimmt nicht. Nope, nope. Nein, die Ärzte gehen einfach direkt ins Bett. Ach, Klobucher, du faule Socke, ey. Behandeln. Wäre schön, wenn man noch die Priorität fürs Schlafen gehen einstellen könnte. Das wäre cool. So, dann verarzten wir jetzt hier noch fix. Wir gucken, dass wir überleben hier. Siehst du? Dieses Element ganz einfach. Du musst das Lilith nur kurz verarzten und kupplopp ist er direkt aufgesprungen und kann direkt weiterarbeiten. Ach ja. Linker Lungenflügel zerstört. Wow. Das ist hart. Das ist hart. Hart, aber fair. Naja, nicht wirklich fair. So, Sky, es liegt noch flach, aber erholt, wird sich erholen. Lilith steht schon wieder fröhlich auf. Ja, aber liebe Leute, damit haben wir auch dieses Chaos geschafft. Wir wollen ja hier noch Tiere jagen, okay. Dann muss ich an denken. Ich muss dann hier, mach hier schon mal die Begrenzung weg, dann sonst denke ich beim nächsten Mal wieder nicht dran. Hier das Tiergebiet. Das und hier. Na, okay. So, liebe Leute, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und dann sehen wir uns morgen wieder bei dem Divinity Original Sin 2. Ja, genau, das werden wir uns dann. Dann geht's richtig los. Richtig in die Action rein. Die erste Folge war ja quasi Folge 0. Da ging es ja nur um Charaktererstellung. Aber morgen geht's dann richtig los. Richtig mit Action. Deswegen hoffe ich, ihr guckt euch auch das mit an. Und dann sehen wir uns dann und auch bei der nächsten Folge von Wimworld wieder. Also bis dann. Cheerio.